Peace, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video und ihr könnt wahrscheinlich schon sehen, dass ich meinen Laptop hier am Start habe. Das bedeutet, irgendwas haben wir heute mit diesem guten Ding vor. Vielleicht habt ihr es auch schon am Titel oder Thumbnail erkannt. Ich denke mal, ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Heute drehen wir die besten T-Shirts. Ich habe wirklich sehr, sehr geile T-Shirts im Internet rausgesucht. Extrem viele T-Shirts auch rausgesucht. Das heißt, jeder von euch sollte fündig werden. Und was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass ich nicht nur 200 € T-Shirts rausgesucht habe, sondern jeder von euch hier ganz easy ein T-Shirt kaufen kann. Und ich stelle euch auf Jeff der Schwätzer mäßig jetzt die besten T-Shirts für den Sommer vor. Fangen wir an mit Peso, denn Peso hat diese Woche Freitag, ihr seht das Video hier an einem Sonntag, neue Peso Raws rausgebracht. Und zwar gibt es T-Shirts in 4 verschiedenen Colorways, wie ihr sehen könnt. Und zwar alle in dieser Wash-Optik. Ist mal was Neues, die Basic-Reihe wurde halt erweitert. Und by the way, ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, lasst hier gerne ein Abo da, denn ich habe mir Sachen von den neuen Peso Raws bestellt. Wir schauen uns die Colorways an, damit ihr das nicht verpasst. Wie gesagt, ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Wenn wir hier aber runterscrollen, können wir auch sehen, dass generell bei Peso auf der Seite wirklich extrem viele Colorways, was die Raws angeht, am Start sind. Auch verschiedene Schnitte, wie ihr sehen könnt, denn das hier sind so slim geschnittene T-Shirts. Ist jetzt nicht mein Favorite, ich habe das auch mal ausprobiert. Ich glaube, ich hatte das lilane hier. Hat mir auf jeden Fall nicht so getaugt. Aber wenn wir dann noch weiter runter scrollen, können wir sehen, dass auch Sachen mit Prints am Start sind. Das heißt, alleine hier, solche hier unten rechts, das Star-Tee ist auch noch in einigen Sizes verfügbar. Sollte allein schon jeder von euch fündig werden. Kommen wir zur nächsten Brand, und zwar Vicinity. Ich weiß gar nicht, ob die meisten von euch Vicinity feiern. Ich bin auf jeden Fall ein großer Freund von Vicinity, weil ich die meisten Prints einfach cool finde. Mein Lieblingsprint bei Vicinity wäre der hier oben rechts beim weißen T-Shirt. Ich finde den Print einfach extrem gelungen. By the way, ich habe das T-Shirt auch, aber hier in diesem grauen Colorway ist leider sold out. Aber ihr könnt sehen, dass 1, 2, 3, 4 T-Shirts bei Vicinity noch am Start sind und relativ preisgünstig sind mit nur 45 €. Und wie gesagt, ich habe ja selber ein T-Shirt von denen. Ich kann euch die nur ans Herz legen. Ich habe eine Size XS und die fitten bei mir wirklich perfekt. Ich glaube, genau wenn dieses Video hier online kommt, kommt auch dieses T-Shirt hier in den Shop online. Und zwar ist die Rede von Boutique. Ihr könnt es hier sehen, die Initialen BQ. Ist eine kleinere Streetwear-Brand, die, ich glaube, ihren ersten Drop hatte, wenn ich richtig informiert bin. Und dafür, dass das der erste Drop ist, muss man sagen, dass die Qualität wirklich, wirklich extrem gut ist. Preistechnisch kostet dieses Ding hier 45 €. Das heißt, jeder, der noch ein T-Shirt sucht, ein weißes T-Shirt für den Sommer, kann auf jeden Fall Boutique gerne auschecken. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich würde euch jetzt hier mal irgendwo ein Fit-Video, ein Fit-Pick einblenden. Dann könnt ihr auch sehen, dass das T-Shirt angenehm fittet und das kein 0815-Schnitt ist. Ihr könnt sehen, auf der Rückseite haben wir dann keinen Print drauf, weil auf der Vorderseite der Print relativ groß ist. Ist aber auch eine Art Print, die ich so noch nicht oft gesehen habe. Ich denke mal, ihr könnt sehen, so unscharfmäßig, dass man das nicht auf den ersten Blick direkt lesen kann, was da drauf steht. Finde ich wirklich ziemlich cool. Und dieses T-Shirt ist, wie gesagt, jetzt online erhältlich. Link dazu in der Videobeschreibung. Geht am besten true to size. Natürlich habe ich mich auch durch die Seite von 85 geklickt. Jeder, der meine Videos schaut, weiß, dass ich gefühlt schon 1000 Mal in meinen Videos über 85 geredet habe. Aber auch hier wieder habe ich 3 T-Shirts gefunden, die ich relativ cool fand, wo ich mir dachte, komm, die müssen auf jeden Fall in dieses Video hier. Und zwar hätten wir hier einmal dieses T-Shirt Beauty of Chaos, das erste für 60 €. Dann einfach nur, weil der Colorway mir so zusagt, dieses Fearless T-Shirt hier. Wirklich extrem sommerlich. Bei mir jetzt an meiner Haut würde es wahrscheinlich nicht gut aussehen. Aber beim Model kommt das T-Shirt wirklich extrem gepflegt. Und dann das letzte T-Shirt wäre dieses Medusa T-Shirt. Wenn wir mal draufklicken, können wir sehen, dass die Seite wirklich einfach extrem lange lädt. Aber das T-Shirt noch in allen Sizes verfügbar ist, sieht wirklich extrem gut aus. Vor allen Dingen in dieser Wash-Optik. Ihr kennt mich, ich feiere diese Wash-Optik. Und generell die Farbkombo von diesem hellen Blau mit diesem Grau taugt mir einen schönen, eng anliegenden Kragen. Und hier hinten nochmal Metallpatch, wie ihr sehen könnt. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Ding, falls man noch ein T-Shirt sucht. Als nächstes hätten wir Adur. Ich glaube, bei keiner Seite kommt ihr so günstig weg wie bei Adur. Das ist wirklich unfassbar. Und zwar, wenn wir hier mal runterscrollen, könnt ihr sehen, dass jedes T-Shirt gerade im Sale ist für 25 €. Ich zeige euch jetzt mal meine beiden Favorite T-Shirts. Das wäre einmal dieses weiße Golfclub-T-Shirt und einmal das gleiche T-Shirt nochmal halt in schwarz. Kann man sich auf jeden Fall überlegen. Weil, wie gesagt, die Sachen kosten nur 25 €. Mit dem Code SENNA10 spart ihr natürlich nochmal 10%. Und ich kann euch so viel sagen, ich finde die T-Shirts fitten wirklich extrem nice. Sehr boxy geschnitten. Ich trage die T-Shirts auch selber. Also sehr boxy geschnitten, etwas crop geschnitten und qualitativ echt hochwertig. Also ist jetzt keine Peso-Qualität oder so.
aber für 25 Euro kann man dort gefühlt nichts falsch machen. Falls man Adoro kennt, kann man natürlich noch einen Duft einpacken. Machen wir weiter mit Divention. Und zwar schöne Grüße an meine Jungs Oscar und Leon. Die Jungs haben hier wieder was rausgebracht, denn wenn wir auf die Seite gehen und uns hier durchscrollen, können wir sehen, dass sehr, sehr viele coole T-Shirts am Start sind. Ich glaube insgesamt 13 T-Shirts oder so. Mein Favorite T-Shirt wäre einmal dieses UFO-T-Shirt hier für 50 Euro. Dann das Vision-T-Shirt finde ich auch sehr nice. Oder auch das Portal-T-Shirt. Das wären jetzt so meine Favorite-T-Shirts bei Dimension. Ich denke mal, jeder Geschmack ist auch anders. Es kann auch sein, dass jemand das CEO-T-Shirt cool findet. So, ist ja jedem selbst überlassen. Aber Dimension auch eine sehr gute Anlaufstelle. Ein Geheimtipp an euch ist diese Brand aus UK, ist das, glaube ich. Denn die Preise sind hier ein Pfund. Bei Ben Livmore, die OGs von euch wissen Bescheid, denn ich habe diese Brand vor ein, zwei Jahren schon mal beworben und die T-Shirts sind absolut insane. Vor allen Dingen dieses Graue hier. Ich feiere die Art und Weise, wie mit Schatten gespielt wird, wie der Print an sich verwaschen ist und so weiter und so fort. Den gibt es in verschiedenen Colorways, das T-Shirt hier. Einmal in Braun, in Cream, in Grau und einmal noch in Schwarz. Also wirklich sehr, sehr geil. Man kann sich dann sogar auswählen, ob es auf der Rückseite sein soll, ob es auf der Vorderseite sein soll. Schreibt mir gerne, falls ihr die Brand bestellt, jetzt nach dem Video hier und die austestet, wie ihr die Brand findet. Denn ich will es einfach wissen. Ich denke mal, früher oder später werde ich dort auf jeden Fall bestellen. Eine Brand, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber in Zukunft werdet ihr, denke ich mal, auf jeden Fall von den hören, wäre diese Brand hier. Und zwar CYA Projects. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das Englisch oder Deutsch aussprechen soll. Aber auf jeden Fall könnt ihr sehen, dass die ein neues T-Shirt in ihrer Kollektion gedroppt haben, was wirklich extrem cool ist. Denn der Print ist etwas kleiner, wie ihr sehen könnt. Einfach nur hier auf der linken Seite. Auf der Rückseite haben wir gar nichts drauf. Ich werde euch jetzt hier mal irgendwas einblenden. Dann könnt ihr sehen, dass das T-Shirt wirklich extrem nice fittet. Und auch hier sind die Details am Start. Wie zum Beispiel Inside-Out-Nähte an den Ärmeln, wie ihr sehen könnt. Oder auch hier am Kragen. By the way, der Kragen und generell der Schnitt an sich, ihr seht es auf dem Fatpack, ist wirklich extrem gelungen. Der Kragen liegt ein bisschen enger an. Das heißt wirklich perfekt für den Sommer. Gerne, gerne abchecken. Und zwar könnt ihr sehen, wenn man auf der Seite bei Sacolite ist, dreht sich das gute Logo von links nach rechts und es steht Retouren Restock this Sunday. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier schaut, kommt um 18 Uhr der Retouren-Drop online. Und ich habe ein bisschen Absprache mit Jan gehalten, inwiefern T-Shirts mit reinkommen. Er meinte, dass man auf jeden Fall schnell sein sollte. Die Retouren sind jetzt nicht so hoch, wie ich gehört habe. Aber das grüne T-Shirt ist auf jeden Fall extrem sommerlich in dieser Farbkombo mit Grün und Gelb. Kann ich mir jedem von euch ans Herz legen. Das sollte auf jeden Fall noch reinkommen. Da habe ich auf jeden Fall explizit danach gefragt, weil ich meinte, kommt dieses T-Shirt rein? Er meinte, Bro, es kommt zu 100% nochmal in den Shop rein. Das gleiche Prinzip gilt auch bei More Money, More Love. Auch wenn wir hier auf die Seite gehen, können wir sehen, dass die Seite geschlossen ist. New Drop this Sunday. Das heißt, auch heute um 18 Uhr kommt der neue More Money, More Love Drop online mit sehr coolen T-Shirts. Die es als Print schon bei den Hoodies gab. Ich werde euch jetzt hier einfach mal ein Bild einblenden. Ich glaube, es kommen 6 verschiedene T-Shirts online. Das heißt, das sollte man auch auf dem Schirm haben. Ist jetzt kein Retouren-Drop, sondern ein ganz normaler Drop. Das heißt, die Sachen sollten eigentlich ganz easy zu kaufen sein. Und keine Ahnung, ich feiere die Prints einfach. Ist aber auch hier wieder Geschmackssache, ob man das feiert oder nicht feiert. Ich kann beide Seiten natürlich verstehen. Jetzt, wie bereits angesprochen, Represent. Natürlich die fast teuerste Brand hier in diesem Video, aber ich sage euch auch ehrlich, also wer bei Represent nicht fündig wird, der ist einfach blind oder keine Ahnung, hat irgendwelche Probleme mit sich selber, denn man kann hier so viele T-Shirts finden, also das ist geisteskrank. Ich glaube, ich bräuchte allein eine halbe Stunde, um über jedes T-Shirt hier zu reden. Das T-Shirt zum Beispiel mit dem Hai finde ich ziemlich cool, das T-Shirt rechts daneben finde ich ziemlich cool, das mit dem Dovermann finde ich cool, also gibt halt, keine Ahnung, 60 verschiedene T-Shirts, die ich da geil finde. Klickt euch da einfach selber durch. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Natürlich 110 Euro ist eine Stange an Geld für ein T-Shirt. Aber es ist es auf jeden Fall wert. So war ich hier sitze. Denn ich habe schon, keine Ahnung, wie viele T-Shirts in meinem Leben von Represent gehabt. Und ich schwöre, ich habe es nie bereut. Das hier ist, by the way, eins meiner favorite T-Shirts. Das hier links. Team Spirit T-Shirt Vintage Grey. Dieses Vintage Grey ist so krank. Ich schwöre es euch. Die letzte Brand für dieses Video hier wäre Root. Die fahren zurzeit aber einen sehr komischen Film. Deshalb, ich weiß gar nicht, was bei denen abgeht. Hier mit diesem 69 T-Shirt, ob das eine Anspielung sein soll. Hier die Frau, come second tea. Also ganz, ganz komische Sachen. Digga, was steht da? Let's rage, sluts. Digga. Es geht gar nicht um die drei T-Shirts jetzt hier, sondern halt um die anderen T-Shirts, wie zum Beispiel das hier. Digga, wenn man da draufklickt, warum
öffnet das die Rückseite. Das ist ja überbehindert gemacht im Shop. Aber das hier finde ich ziemlich cool. Ist wirklich sehr sommerlich. Die Farbkombo gefällt mir. Das kann man sich auf jeden Fall überlegen. Das da rechts daneben, das Yachtclub-Tee. Ich glaube, das hat Jan bestellt, soweit ich richtig informiert bin. Ist auch ziemlich cool. Also da wird man schon einige coole T-Shirts finden, auf jeden Fall. Der Schnitt ist auch einfach unfassbar. Aber die T-Shirts kosten halt $225. Das heißt, man sollte sich das dreimal überlegen. Warum ist so ein T-Shirt, wo einfach nur Yachtmaster in der Mitte draufsteht, sold out? Ich check's nicht. Also ich würde mir ja niemals dieses T-Shirt bei Root hier holen, wo einfach nur Yachtmaster draufsteht, sondern halt irgendwas mit Print holen, wie zum Beispiel sowas. Das Cigarro-Tee. So, finde ich auf jeden Fall cooler als das andere Yachtmaster-T-Shirt, aber darum soll es gar nicht gehen. Das wär's. Das waren all die T-Shirts, die ich euch empfehlen kann für den Sommer. Ich denke mal oder hoffe mal, dass jeder von euch fündig wurde. Das wär's. Alle Links natürlich in der Videobeschreibung, so mehr gibt's nicht zu erwähnen. Peace, genießt den Sommer und haut rein.